Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir den Preis von der Agrarmarketing Tirol gewonnen haben in Bezug auf Bewusst Tirol. Ist natürlich auch eine Ansage für die kommenden Jahre für uns, das ist ganz klar. Ja, wir hoffen sehr, dass wir eine gewisse Vorbildwirkung haben für den Raum Kitzbühel und die Region, dass andere Betriebe noch mehr verstärkt auf Regionalität setzen, gerade auf ihre Produkte. Was uns ganz besonders freut, ist, dass dieser Preis bzw. diese Auszeichnung ja nicht basierend ist jetzt auf einer Jury, dass es ein Preis ist, der schwarz auf weiß vergeben wird aufgrund des Einkaufsvolumens bei den regionalen Partnern. Es ist für uns natürlich auch als Fünf-Sterne-Hotel ganz entscheidend, dass wir da von einer Top-Qualität sprechen. Umso schöner ist es, dass wir diese Qualität hier in der Region abrufen können und dass wir das auch pflegen und auch auf unserer Speisekarte tagtäglich leben. Und dadurch hoffen wir natürlich sehr stark, dass unsere Gäste mit einem wahnsinnig tollen Gefühl da ihre Heimreise wieder antreten und dann sehr bald wiederkommen und sich auf diese Top-Produkte aus der Region wieder freuen und wieder gerne zu uns nach Kitzbühel kommen. Unser Gemüsesud ist eigentlich eher ein Tee. Das heißt, wir marinieren vorher die Gemüse über 12 Stunden und gießen den dann mit heißem Wasser auf und lassen es bei ganz geringer Temperatur ein bisschen simmern und ziehen. Dadurch gehen die Geschmäcker von den Gemüsen wirklich gut ins Wasser über, was wir in dem Fall natürlich auch wollen. Und deswegen wird das Ganze auch recht intensiv und eigentlich auch ziemlich lecker. Viel Spaß damit erstmal. Die Vorspeise bestand aus einem Salat von gegrillten und eingelegten Gemüse, was sich gerade zur jetzigen Zeit noch anbietet. Ganz normal in Weckgläser gepackt, von uns eigens aromatisiert und dann hält sich das ziemlich gut, ziemlich lange. Dazu gibt es einen erfrischenden Salat und den wahnsinnig tollen Lammschinken von Aga, den wir jetzt für uns entdeckt haben. Zum Hauptgang gibt es Tiroler Almrind. Dazu gibt es ein Püree von Tiroler Bauernbrot, die wir dann auch noch als Chips kross ausgebacken haben. Etwas Ochsenmark, Preiselbeerkompott, damit man ein bisschen wieder runterkommt von all diesen herzhaften Aromen. Dazu eine leichte Creme aus Sardellen und etwas Creme Fraiche. Wir haben uns für Käse entschieden, weil es einfach, glaube ich, ein ganz klassisches Tiroler Ding ist, mit ganz tollem Bergkäse zu arbeiten. Und wir haben uns bewusst auch hier im Restaurant gegen die französische Käsegleichschalterei gewandt und verwenden fast ausschließlich regionale Käse. Das ist jetzt ein Fügener Bergkäse aus dem Zillertal. Den gibt es einmal, wie gesagt, als dünn gehobelten Variante. Unten drunter ist ein Schaum. Eben auch aus diesem Bergkäse, dazwischen etwas geschmorter Radicchio und Eis von Golden Balsam Essig. Mhm. Viel Vergnügen dabei. Danke. Danke. Wir freuen uns sehr, dass wir wunderbare Produkte in Tirol finden, die wir auch natürlich bei uns im Restaurant vermehrt einsetzen. Und wir hoffen auch, dass in Zukunft noch besser Zusammenarbeit mit Tiroler Landwirten und Bauern zusammen stattfinden kann. Wir verwenden jetzt schon viele Milchprodukte und Käse, teilweise Fleisch. Den Einsatz von frischem, lokalen Gemüse betreiben können. Ich denke, wir haben eine kulinarische Reise erlebt der besonderen Art. Sehr stark von der Ausprägung von Herrn Karlsch geprägt, vom Steve. Dafür herzlichen Dank. Ich denke, diese regionalen Produkte kommen da auf eine Bühne, in eine Darstellung, die eben auch diese regionalen Produkte aufwerten. Ich glaube, jeder, der das heute gaumenmäßig genossen hat, weiß das zu schätzen. Dafür herzlichen Dank und Gratulation, dass Sie das so perfekt machen.